Gucken wir mal. Nicht, dass jetzt wieder Orks auftauchen. Das wäre so scheiße. Vor allem, ich renne jetzt mit einer Ork-Waffe rum. Die hätte ich jetzt übrigens mal wechseln sollen. Weil es ist so mit, damals bei diesen, wie hieß der? Dieser eine Novize, der verrückt geworden ist mit dem Fokus und da. Pallas? Den wollte ich ja auch so umbringen, aber es ging nicht, weil ich ja da noch eine Axt hatte und man kann nur mit dem Schwert die Leute dann so töten, verletzen, verstecken. Haha, schöne Anspielung. Und das dauert wieder mal. Ach, das ist übrigens der Ladebildschirm für die Welt hier. Ja, der ist jetzt umgefallen. Huch. Find ich cool. Ein Ork-Jäger? Das war ein Jäger? Ich dachte, das sind alle Speer. Speer. Und, das sieht cool aus. Ha, ich finde die Barriere bei Nacht so geil. Das war auch ein Jäger. Oh. Echt? War das nie ein Speer? Wir sehen immer. Wisst ihr, was mir einfällt? Wir sind in einem neuen Kapitel. Und was heißt neues Kapitel? Die Monster sind zurück. Zumindest einige. Monster? Zurück? Hallo? Monster? Oh, das war doch immer so. Klar. Nee. Und jetzt verrecke ich hier. Ach nee, war doch ein Busch. Scheiße. Aber es ist nicht so, dass bei jedem Kapitel die Monster zurückkommen. Ach, scheiße. Aber das war doch so. Und das ist jetzt aber doof. Na, wie spät haben wir's? Was? Achso, gut. Ja. Okay. Da werden wir dem das einmal erzählen und ja, mal gucken. Was ich übrigens doof finde, ist immer hier bei den Ringen und so. Man kann entweder nur ein oder zwei Ringe an den Gutamulette. Ich meine, einige sind doch so. Ich meine. Man könnte sich ja welche übereinander legen. Also Ringe, ich meine, man hat 10 Finger. Könnte man ja auch 10 Ringe an. Ja. Das wäre doch logisch, nicht? Ich bin damals Pflanze übersehen. Was für ein Fehler. Das ist doof, wenn jetzt keine Viecher mehr kommen. Ich habe mich so drauf gefreut. Vor allem... Boah, das ist ja jetzt wackelig. Vor allem nur 14? 15? Das gefällt mir nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Manche lernen gar nichts dazu. Das ist wahr. Okay. Machen wir uns hier noch ein bisschen so... Ach jetzt. Was? War nicht so heiß gekocht? Los. Manche lernen gar nichts dazu.
Ja. Und? Bitte. Bitte. Na, abwarten. Wird nicht zu heiß gegessen, wie es gekocht wird. Ah, okay, gut. Man muss eben aufpassen. Ja. Na. Kiff zu Ende. Los. Ende. Kiff zu Ende. Ende. Na, versteht ihr das? Na, sowas. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ja, genau. Früher stand hier nämlich noch jemand, ne? Merkt das? So langsam lüftet sich das Geheimnis. Obwohl ich auch nicht immer so der Durchblicker von Stories bin. Oh, Was ist denn passiert? Futzen. Warum da? 13, 12, was ist denn jetzt los? Lass Okay, uns auf mal gut lieber über was Glück. anderes reden. Aha, jetzt geht's wieder. Ich war am Orkfriedhof. Es ist Ja! nichts. Kein Schläfer, kein Zeichen, gar nichts. Was ist mit Balukor und den Templern? Die sind alle tot. Tot? Aber warum? Was ist dort vorgefallen? Im gesamten Höhlensystem wimmelte es von Orks. Sie haben alle Templer getötet. Baal-Lukur und ich, wir haben überlebt. Aber auf einmal drehte Baal-Lukur völlig durch. Yep. Er schrie, der Schläfer hätte ihm befohlen, mich zu töten, und das wollte er dann auch tun. Offensichtlich kam er mit der großen Enttäuschung, nichts gefunden zu haben, nicht zurecht. Glaube nicht, dass der Einfluss des Schläfers solch grausame Taten verursacht. Ja. Darf nicht. Darf nicht. Egal. Die Hauptsache ist, dass Baal-Lukur in seinem Wahn keinen Erfolg hatte. Iberion ist nun unsere einzige Hoffnung. Jo. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ah, doch. Wie steht es um Iberion? Er wird nicht von alleine erwachen. Und er wird immer schwächer. Ich weiß, wie ich ihn wach bekommen kann, aber dazu brauche ich deine Hilfe. Ja. Was ist zu tun? Besorge mir die Heilkräuter aus dem Sumpf. Fünf von der stärksten Sorte sollten genügen. Habe ich doch Und schon bitte dabei. beeile dich. Ja. Guckt jetzt mal zu. Ich habe die Heilkräuter für Iberion. Gut gemacht. Als du unterwegs warst, ist Iberion kurzzeitig erwacht. Hat Ja, er was klar. gesagt? Ja, er sagte, dass der Schläfer nicht der ist, für den wir ihn halten. Wir dürfen nicht weiter versuchen, ihn zu erwecken. Jetzt können Ach. wir nur noch hoffen, dass es noch nicht zu spät für Iberion Hör ist. auf zu labern und los, gib ihm das. Ja. Iberion ist tot. Ach, Ivo. Unser geistiger Anführer ist von uns gegangen. Der Puls, Atmung. Selbst deine schnelle Hilfe konnte seinen Tod nicht mehr verhindern. Was jetzt, Hallo? Kuangar? Ich habe Iberion immer vertraut. Kurz bevor er starb, legte er all seine Hoffnungen in den Ausbruchsplan der Wassermagier. Dann sollten wir die Wassermagier bei ihrem Vorhaben unterstützen. Sie werden den Fokus und den Almanach benötigen. Beides befindet sich noch in Kor-Kaloms Besitz. Warum? Wo ist Kor-Kalom? Er ist mit einigen Templern völlig zornerfüllt aufgebrochen, um einen eigenen Weg zum Schläfer zu finden. Verdammt, wie sollen wir jetzt an den Fokus kommen? Ich schätze, er ließ Buch und Fokus in seinem Labor zurück. Hier ist der Schlüssel für seine Truhe. Kannst du mich trainieren? Du willst ein starker Kämpfer werden und bist auf der Suche nach jemandem, der dich unterweist. Ja. Das ist gut. Aber ich bin nicht derjenige, den du suchst. Ich opfere meine Zeit nur denen, die dem heiligen Kreis der Templer angehören. Ach nee, komm. Hallo? Einen Moment noch. Ja? Nimm diese Zauberrune als Zeichen unseres Dankes für deine Cool. großen Taten. Damit kannst du dich jederzeit schnell und bequem auf unseren Tempelvorplatz teleportieren. Ich danke dir.
Ja. Hey, Iberium! Merkt ihr was? Zauberrune. Da. Lass uns mal lieber über was anderes reden. Ach, die benötigen gar keinen Kreis. Cool. Jetzt werden wir die Mana-Kosten, erhöhen müssen. Oh, geil. Wieder 10 Lernpunkte. Schön, freut mich. Das heißt, er war nicht besonders schlau. Scheiße. Das war ja echt übelst geil. Nachdem du kurz weg warst, ist er erwacht. Ach ja, diese schöne Logik. Tja, der Schläfer ist doch nicht das, was er sein sollte. Tja. Was für ein... Ich muss erstmal in der Nacht drüber schlafen. Gute Nacht. Schlafen. Oh, es ist ja schon wieder morgen. So. Und ich hänge immer noch mit. Bleib locker. Was hast du mit der... Hast gewonnen. Du Ach, schön. Ich will mir meine... Hier, ja, okay. Ah, Flaps hat sich beruhigt. Jo. Hallo. Ja, Mana. Wo wir gerade bei Mana sind. Wenn wir jetzt im dritten Kapitel sind, gibt es da eventuell neue? Halt. Ich bin zu spät, Meister. Ich entschuldige mich. Genau. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Danke. Oh, der Schnelligkeit. Aha. Erzhaut, Eisenhaut, Eisenhaut. Erz ist stärker wie Eisen, Eisen. Ring der Unbezwingbarkeit. Schutz vor Magie 1. Schutz vor Feuer 3. Schutz vor Fallen 5 und vor Waffen auch 5. Cool. Ja. Aha. Wow. Standhaftigkeit im Ja. No. Ja. Varan brauche ich nicht. Sturmfraus. Klingt gut. Schlaf klingt gut. Oh. Angst. Telekinese. Schlaf. Von den Wolf, Scavenger, Moderat, Lurker, Crawler. Blutfliege. Freundlich stimmen. Licht. Heilung, Windfaust. Licht, Heilung, Windfaust, grobes Schwert, bla bla bla. Was ist mit der Clean? Hm? So? Boah, der viel. Die Blutfliegen. Ah. Vielleicht kriege ich jetzt erstmal eine bessere Rüstung. Ich werde mich in so ein Lager umgehen. Ach ja. Das hätte ich vielleicht auch mal machen sollen. Oh Gott. Ich bin alt. Ich vergesse alles. Solange ich damit nichts zu tun habe. Ach, was mich... Guck mal. Hier. Nein, umdrehen. Ja, hier die Hüterklinge. Ist die nicht geil? Ist die nicht geil? Oh, ich fand die mal so geil. Schaden 71. Rrr. Ja. Schaden 71. Oh. Ja, 71, genau. Ah, die war schön, die sieht auch so gut aus. Ich könnte mir sogar klar eine besorgen. Na. Ende. Ach, hier der Fokus und der Almanach. Aha. Wow. Hier war nix. Gut. So, und jetzt will ich mal gerne was ausprobieren. Da werden wir jetzt übelst stark. Das wäre jetzt so geil, wenn das klappen würde.
Scheiße. Ja, ich könnte schaffen, ich könnte schaffen, ich könnte, ich könnte, ich könnte. Sorry, Leute, das muss sein. Ich werde ihn in Schlaf versetzen. Heute beim... Oh, ich habe es auch vor kurzem geschrieben. Baloro? Hieß der so? Hat es auch geholfen. Oh, geil, 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 geil. Los, bin ich für dich wieder klinge. Na los. Na los. Oh, Fraps auf null. Yay. Und jetzt bitte nochmal abstürzen. Nein, das meine ich natürlich jetzt nicht ernsthaft. Ich glaube kaum, dass ich noch so aufpassen, was man noch mal zu verlassen. Ich höre nicht mehr auf das Gefasel. Das ist so. Immer wieder dieselbe Leier. Grins. Was? Beim nächsten Mal bringe ich dich um! Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Das ist eben. What the hell? Was? Ich war doch noch gar nicht so weit. Ich weiß, was der jetzt geladen hat. Scheiße, scheiße. Mist, Mist, Mist. Was war ganz oben? Man klickt einmal und schon... Komm. Scheiße, Schlaf hilft also nicht. Oh, cool. Wollte ich hin. Ach, 11, gut. Windfaust. Eisblock. Nee, das will ich echt mal ausprobieren. Schade, dass es bei denen nicht funktioniert. Oder ich versuche nochmal so. Nur von oben. Feuer. Feuer ist gut. Aber halt für dich, muss nicht jeder gleich wissen. Verlass dich auf jemanden und du bist verwandt. Steck die Magie weg! Scheiße! Aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. 5. Steck die Magie weg! Ich will den gerne. Pack sie weg! Weg! Ich darf auch nicht alles glauben, was ich. Ja. Dein. Oh. Ich will dich trotzdem nicht schicken. War's ja nicht gerade cool, dass der aufgetaucht ist, aber ne? Gequatscht wird viel. Solange ich jetzt nicht angegriffen. Alles gut. Ja, war nicht besonders schlau, aber egal. Ja, es war nicht besonders schlau, aber egal. Der wird sich schon beruhigen. Ich mag
Ah, natürlich scheiße das. Alibi-Dergi. Spätestens wenn man weit genug weg ist, dann... Das freut mich jetzt gerade total. Ey, Geilomate. Oh, Headset war gerade unten. 71. Schön. Egal. Egal, ob kein E. Ich habe jetzt alles, was ich brauche. Eine Hüterklinge. Habe ich schon mal erwähnt, dass die so richtig geil ist. Macht vor allem viel, viel Schaden. Und ich habe zwei Händler. Also ich bin jetzt sehr, sehr gut ausgerüstet. Ich mag ja also in solchen Spielen eigentlich die Schwerter immer richtig. Beim Kumpel, der ist ja auch auf YouTube, Nuclear Let's Play, der hat ja bei Overlord mehr mit dem Morgenstern gekämpft, weil das Schwert leider zu schwach war. Finde ich schade, weil Schwerter sind eigentlich immer richtig gut. So. Sind die so ein paar Viecher? Ey, das ist doch Mist. Oder kommen die nur an zweimal wieder? Das wäre ja scheiße. Ist noch okay, gut. Einen Augenblick.